Komm, wir fangen den Bums hier mal an, ne? Was ist los, großer Mann? Was ist los? Einmal wollen wir mal was machen hier, ne? Ja. Was ist denn hier? Einmal will man was machen, dann bist du wieder da, ne? Muss man was vergessen. So. Fangen wir an, den Bums hier. So, wir machen Lasagne. Theoretisch. Ich kann jetzt noch nicht sagen. Aber theoretisch machen wir jetzt Lasagne. Theoretisch. Den Bums mal ein bisschen. Dann spitzer kennt mich. Und so diese Tüten, die man hier so aufziehen soll. Aber das geht ja. Weil mir ist interessanterweise aufgefallen, also doch mal aufgefallen, dass das Hack morgen abläuft. Ich schmeiß Blumen sowas nicht. Dann habe ich mir gedacht, musst du was mit Hack machen? Machst du was? Da war wieder diese Oma. Die Oma hat Rollator. Der Rollator, der quietscht. Das hörst du 10 Kilometer im Wind. Hörst du das Gequietsche und denkst du, was ist denn das? Weil das so laut ist. Jetzt hatte ich auch noch das Fenster auf. Da war es dann wieder mal lauter, wie hier das hier schwimmt. So, ein bisschen das Hackklein vermöckern hier. Das Jute Rindhack natürlich. Schweinhack nehme ich nicht, weil. Boah. Ja, eigentlich ist die Pfanne dafür bekannt, dass es schnell heiß ist. Heute stellt sie sich anscheinend ein bisschen quer, damit das ja alles länger dauert. Dafür kann ich mal aufs Telefon gucken und sehe mal wieder nichts. Ich würde Motorsport F1. Ach ja, Formel 1 ist ja gestartet und mein Kollege guckt das wohl. Ich natürlich nicht, weil ich gucke keinen Sport, weil ich sehe aus wie ein Sportler oder sportähnlich oder sowas. Ja, wie gesagt, ich hatte Hack. Hatte Hack übrig, beziehungsweise noch eine Packung. Hatte zwei gekauft. Die einen habe ich hier eine Bolognese von gemacht. Und eigentlich ist das hier jetzt auch schon eine Bolognese. Scheint noch schon. Aber auf der einen Seite ist es ja auch so, dass Leute sagen, oh, heute habe ich Lust auf Fischbordelais. Also Seelachs. Ja, Seelachsfilet. Und morgen ist es ein Fischstäbchen. Ist dasselbe paniert. Das ist genauso wie halt eine Nudellasagne. Ja, der Lasagne ist auch nur halt eine Bolognese mit Nudelplatten. Und Nudeln bzw. Spaghetti Bolognese ist halt mit männlichen Nudeln mit Fleischsoße. So, von der Lasagne machst du oben noch die Bechamel drauf, ein bisschen Käse. Wie das mit der Bechamel geht, stellen wir jetzt keine großen Fragen. Ich habe jetzt mal gefragt, wie es geht. Von jemandem, der es besser weiß. Dann schauen wir mal, ist der Hund auch hier? Nee. Das ist gut, weil der stört. Kannst dich nicht frei bewegen. Ich hasse das. Ich kenne das mal. Oh, ich bin das total zum Kotzen. Wenn du mal den Anfang machst und Fleisch anbringst. Weil ich will das ja normalerweise, nachher bei der Frikadelle oder sowas, kriegst du alles zusammen. Aber bei Bolognese und sowas will ich das ja ganz klein haben. Klein gefitzelt. Das muss man dann halt alles so klein fitzeln. Und das macht immer riesen Spaß. Ja, ja. Meine Fresse. Jetzt riecht wieder so Sinn. Jetzt riecht wieder so. Man findet das ja so angenehm nach Fett. Fettdruck. Ich habe hier
Ich habe hier viel Fleisch für eine Person. Und wir machen ja auch eine Lasagne. Das ist das Schöne bei der Lasagne, kann man schön zwei Tage essen. Das Schöne ist aber, ich habe diese Platten hier und die kann man ohne vorkochen. Die macht man nachher nur noch wieder rein. Und dann macht man halt die Gewürz drauf. Und ja, wie gesagt, ich hatte Angst, aber das hängt jetzt schon dran bei mir. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich hier diese Lasagneplatte noch hatte. Da habe ich mir gedacht, gut, machen wir eine Lasagne. Ne? Machen wir einfach eine Lasagne. Oder? Wunderbar, Riesenspaß, groß und klar. Pimmel, Arsch und Fatzenwurf. Gerade auch noch Stromberg, guck ich zur Zeit. Gerade die dritte Staffel durch. Da hat man immer noch zwei gefilmt. Ist auch sehr schön. Tritt auch Wasser aus. Ist auch sehr schön. Mir ist gerade so eingefallen, weil ich habe hier wirklich die Bolognese fertig habe. Kann ich ja die Bechamel dann in der Pfanne nachdenken machen, oder? Logisch, ja, dann ja, kann man. Weißt schon, passt schon. Und rein theoretisch rein. Ja. Also ich weiß nicht, was diese Kamera von dem Handy manchmal. Manchmal drückst du, dann manchmal macht man ein Foto, manchmal nicht. Das ist immer ein bisschen spontan. Guck mal, das ist soweit hier. Schon okay. Machen wir das übliche Programm. Ne? Einmal ablöschen mit das Brühe dazu. Nehmen wir mal Gemüsebrühe, weil es am einfachsten ist. Das geschmackliche Anwendung. Man kann auch, da ist es außer Hühnerbrühe, will ich natürlich nicht nehmen. Aber Gemüse oder Rinderbrühe halt. Ne? Kommt natürlich Tomätchen rein. Ich hab jetzt hier fein gehackt. Mmh, lecker schön. So. Ja. Fügen wir mal auch hier mehr oder weniger hinzu. So gut wie es halt läuft. Ne? Gerade läuft noch nicht so, aber das kommt gleich. Ja, was machen wir jetzt noch dran hier? Ein bisschen Pfeffer. Epis-Salz. Will ich mit dem Salz drauf achten, ne? Weil wir haben ja schon Brühe. Brühe ist ja... Ja, da war dann noch 90% Salz und 5% Gewürze und dann nochmal 5% irgendwelche Extrakte. Also, muss man da gucken. Im Notfall, wenn du merkst, du isst so dünn, generell ne, ist mir nicht tomatig genug, kannst du ja noch, entweder noch ein bisschen was an, was ist denn das für eine Scheiße? Was an Dingens rein tun? Also, einfachst ist eigentlich Tomatenmark. Eigentlich dreht man das mit Tomatenmark nochmal an. Gibt ja noch mal so eine Note. Ach ja, was hier drauf tun, ist natürlich Oregano und ein bisschen Paprika. Die Frau in der Note. Ich habe nicht Note, ich habe Note gesagt. Keine blöden Kommentare hören. Ich meine, ich kriege sowieso keine. Also, ist egal. Ist eine schöne Sache, eine schöne Frau. Deswegen habe ich eine Kochkette. Dann komme ich hier mal runter. Scheiße! Er hat auch schon gelebt, du. Mir hat schon gelebt. Und glaub mal, schon so einiges mitgemacht. Probieren sollte ich den nächsten Mal, ne? Glaube ich. Glaube ich sollte es mal probieren. Will gar nicht. Ich finde das immer gruselig. Weil manchmal strohle ich mich vor dem Probieren, weil ich dann immer denke, was ist, wenn es jetzt kacke schmeckt?
Die ist auch blöd. Ist eh jetzt so ein bisschen was dünn. Aha! Auf viel Salz. Dünn. Auf der anderen Seite macht das nichts, wenn es ein bisschen dünn ist, weil es ja sowieso noch mal in den Ofen kommt. Also ist das nicht so schlimm. Aber wir können hier schon mal, hoffentlich reichen die Nudelplatten jetzt raus. Ich weiß gar nicht, wie viele muss ich jetzt hinlegen. Ah! Ich leg mal auf. Oh nein! Was habe ich jetzt wieder gemacht hier? Ich habe immer nur Scheiße im Kopf. So, mache jetzt hier so viel und dann machen wir erstmal eine Lage drüber. Die Bruchteile kann ich bestimmt auf jeden Fall verwenden. Mache jetzt einmal mal kurz die Platte aus. Aber kurz. Oh nein, das ist ja ganz rot. Ob ich das wieder rauskriege? Ja, natürlich. Jetzt habe ich gar keinen. Was ist das denn? Tatsächlich hier nochmal anspülen. Ja. Gucken wir hier. Oh, das läuft. Ehrlich. Scheiße hier. Aufstehen. Oh nee, komm. Wir wollen das ja schon ein bisschen gleichmäßig hier haben, ne? Der Jute vom Fackelmann! Gleichmäßig? Weil wir wollen auch an allen Enden und Kanten Fleisch und sowas. Und man wird ja ein bisschen verteilen, damit es nachher passt oder so, ne? Denke ich mal. Auf der anderen Seite würde ich jetzt auch nicht zu viel Material nehmen. Wäre auch blöd. Auf der anderen Seite muss das ja auch alles bedeckt sein. Ne? Das funktioniert jetzt ja nicht richtig. Das ist sowieso nicht hier, wie das ohne Vorkochen funktionieren soll, dass die Nudelplatten nachher richtig durch sind. Aber vielleicht liegt das ja auch an meiner Weise, wie ich das hier. Oh, guck mal, ein Schloss Brühe rein hier. Wahrscheinlich kommt das auch auf meiner Art ein bisschen mache. Glaube ich. Ich denke aber mal, dass das für die erste Schicht gut ist, dann machen wir nur eine zweite. Und jetzt hier auch am Verruf, ne? Dritte, machen wir eine vierte. Drücken wir mal ein bisschen rein, den Scheiß hier. Ja. Schloss Brühe dazu, damit sie weg ist. Ja. So, und jetzt hier haben wir den Rest abgießen, jetzt kommt rein. So, jetzt schon knacken, ne? Mein Bier zu Hause. Geht das was oder nicht? Das ist das Dreckige, ne? So, dann können wir wieder. Scheiße. Scheiße! Der kann jetzt mit welcher Milch schaffen. Ich weiß nicht, wie man das richtig macht. Also ich habe es ja mal gemacht vor ein paar Jahren. Beuge dich deinem Schicksal! Das ist mir noch voll. Alter Scheiße hier. So, ich will ein paar Fotos machen, damit ich nachher weiß, wie das war. So. Jetzt mache ich wieder, das meine ich, drücke ich hier mal Foto und so beim fünften Mal oder so ging es auch mal.
ist doch scheiße. Ah, nicht die Butter da hin. Ich hab grad sauber. Mann. So, auf niedrige Stufe, wie gesagt. Dann halt Butter flüssig machen. Wusch. Ich jetzt noch mal drauf. Hektik! Hier, mit dem Mehl vorsichtig sein, sonst hat man ein Klümpchen drin, hab ich gehört. Kommt jetzt aber schon mal hier zur Seite. Hast du ausgelegt, mein Freund? Ja. Noch mit etwas Oregano oben drauf. Oh, falsche Seite. Da ein bisschen oben drauf. So. Was sagt Le Butter? Le Butter sagt, ich muss nur das aussehen gut. Der auch noch weg. So. Wir heizen mal den Ofen auf 180 Grad. Ich mache immer 180. Ticken Salz, Ticken Pfeffer. Und jetzt müssen wir hier haben. Das ist jetzt ein Ticken zu kalt. Richtig gut, Leute. Also gibt das hier nicht die Hitze. Das ist zu hart, also das ist zu weich. Also irgendwie richtig machen kannst du da auch nicht. So, mach jetzt einfach mal mehr rein hier für den Schirm. Ich glaube, ich hab's da noch versorgt. Ich glaube, ich hab's versorgt. Okay. Klümpchen verschwinden wieder. Das ist gut. Fühlt sich allerdings nicht an wie eine Bechamelsoße, sondern ein Kartoffelpüree im Moment. Und wir warten mal kurz. Scheint zu funktionieren. Ich habe nicht gesagt, dass ich das irgendwas richtig könnte oder so. Aber ich glaube, das ist soweit richtig. Kann das sein? Das ist soweit richtig. Immer wieder so ein klein bisschen, muss man noch einen Ticken abkühlen von der Milch, aber soweit so gut. Also das ist jetzt, ehrlich gesagt, sehr, sehr cremig. Das ist, ja, ist gut. Ist gut. Ich denke, ich beim Ticken Milch mal. Aber ist gut, soweit. Ja, gut, geht. Cremig, ich habe keine Klümpchen, soweit ich sehen kann. Das ist gut, das ist sehr gut. Ach, guck, genauso lassen wir es. Genauso lassen wir es. Guck dir an, ist doch super so, oder? Nein, ich finde das jetzt gut. Ich finde das so gut jetzt. Ist da noch nichts verbrannt drin oder so? Oder ist da was verbrannt? Ist da jetzt noch was verbrannt? Ich glaube, ich sehe nichts. Ist das dunkle da drin? Okay. Gucken wir mal, klappt es aus. Hier, gehen wir das hier mal drüber. Doch, eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Sieht nicht verkehrt aus.
mit mir, du Schwein! So. Wir schabellieren ein bisschen teilen. So. Jetzt kommen keine Nudelplatten mehr, ne? So. In den Ofen. Erfolgreich. Boah, deine Mutter heißt. Erfolgreich zugesaut, können wir leider sauber machen. Ich freue mich. Scheiße, der Käse. Ja, ich bin keiner Sachwart hier. Wo ist denn der Käse? Oh nein. Mach hier keinen Scheiß jetzt, ey. Und wie ist der jetzt noch gut? Ich habe bei dem anderen Käse gesehen, da ist ein grüner Punkt dran. Ja, dann kann ich da knicken. Hoffentlich ist der noch gut, sonst ist hier die ganze Prozedur für den Arsch gewesen. Okay, der sieht, ja, irgendwie so zerrissen. Aber, ich sehe, ich kann hier, ist das die Stimme? Ne, ist so ein bisschen weiß, ja, das macht nichts, glaube ich. Wenn man den rauskriegt, ne? Kennt ihr das eigentlich mit, kennt ihr das mittlerweile eigentlich auch schon? Diese Scheiße mit dem billigen Scheiß Gouda und so, wo du nur am Rumfitzeln bist. Wo du nur am Rumfitzeln bist, weil du diese Scheiße kaum auseinandergezogen kriegst, weil dir immer dieser bescheuerte Käse reißt. Jedes Mal, ey. Und dann. Ich mit meiner Zittergriffel noch dazu. Da kriegst du einen Anfall. Guck dir die Scheiße an. Ach, ey. So, zwei. Und drei. Bin ich hier? Ja. Scheiße. So. Das würde ich jetzt so in den Ofen tun. Das ist ein bisschen wenig Käse. Aber der Käse soll auch nur da sein. Da kein Foto. Was ist denn da? Jetzt macht er ein Foto, wenn ich nicht drücke. Das ist Telefon des Neins, ja, Alter. So, nun machen wir das jetzt hier im Ofen rein. Dann würde ich sagen, boah, ganz schöne Zahl, ne? So würde ich sagen, sehen wir uns, wenn das hier fertig ist. Hoffentlich schmeckt es dann auch. Und da ist schon das erste Wunder. Flipper aus. Der Tee ist so nicht kalt genug. So ein Mist. So eine himmelschande Scheiße hier wieder. Ach, ich hab die scheiß Kamera schon an. Kann ich mich noch nie auf. Das heißt. Mein lieber Flug. Jetzt wird der nochmal. Da steht dir denn der Kopio. Schreckliches Geräusch. So. Das wäre erledigt. Jetzt gucken wir mal. Ne? Wollen wir noch mal sehen? Ui, 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 ui. Sieht gar nicht so schäbig aus, oder? Aufpassen, das ist Schweineeis. Nicht immer so. Lenkschette rein. Nudelplatten scheinen durch zu sein, glaube ich. Ich hoffe, dass sie durch sind. Also, mir wurde gesagt,
30 Minuten. Ich habe jetzt 5, ich wollte erst 20 und habe jetzt 25. So. Dann haben wir hier. Aber theoretisch müsste ich jetzt hier was rauskriegen. Und das nicht alles schon wieder. Naja, schäme ich aussehen, tut so halt nicht. Doch, hat mich schon ein bisschen. Schau mal. Das ist jetzt unser. Ja, hoffentlich Lasagne. Nudelplatte hier. Ein bisschen Würstchen mit Käse noch dazu nehmen. Warm. Aber geschmacklich. Mhm. Oder was wir drin. Gedöns mit dem hier. Ja, die Nudelplatten sind durch, die unten auch. Nur habe ich das hier nicht richtig durchgeschnitten. Ich war. Und geschmacklich ist es. Könnte noch ein bisschen Salz dran. Also, ja, gut. So. Koch den Scheiß nach oder lasst es mir scheißegal. Raus hier. Raus aus meiner Küche. Du auch, raus hier. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.